Kommt, Beschützer der Ondo, kommt in den Glanz unserer Lichter. Der Kristall, den du dem Meister gezeigt hast, gehörte er meinen Freunden? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch noch andere Dinge zu tun, als dir überall hin zu folgen. Sag, wie bist du an den Kristall gekommen? Er gehörte also Renda Re. Dies nach all der Zeit zu erfahren. Sie waren gute Freunde. Jeder von ihnen. Wer hätte gedacht, dass man nach seinem Tod noch so viel Neues erfährt? Über dich, über Seto. Darüber, wie viel Kampfgeist noch in dieser Welt steckt. Ich bin kein Freund langer Plaudereien. Aber wenn ich meine Freunde durch irgendein Wunder noch einmal wiedersehen könnte, wir hätten uns viel zu erzählen. Du hast mir viel gegeben. Ich verspreche, dass ich dich bis zum Schluss begleiten werde. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Es scheint, als hätten wir uns ihr Vertrauen verdient. Sie haben es uns nicht leicht gemacht, aber die Mühen haben sich gelohnt. Letztendlich aber warst du es, die sie überzeugt hat. Mal wieder. Ishtola sagt, dass die Gebäude wahrscheinlich aus der Zeit der Ashians stammen.
Hier haben sie also gelebt. Als Imet Selch uns von ihrer Vergangenheit erzählt hat, konnte ich es mir gar nicht richtig vorstellen. Ich auch nicht. Es muss eine beeindruckende Stadt gewesen sein. Kein Wunder, dass sie sich nach ihrer Heimat sehen. Auch nach so langer Zeit noch. Diese Narren. Auch wenn man alle Welten miteinander vereint, die Toten kommen dadurch nicht zurück. Aber vielleicht würde ich es genauso machen. Wie geht es dir? Ist das Gebet beendet? Ja, wir haben den Alten unseren Dank und unseren Respekt gesandt. Euch danken wir auch. Würdest du uns dann mehr über den leuchtenden Ort erzählen, von dem du sprachst? Westlich von hier ist ein großer Graben. Er lag immer in tiefer Dunkelheit. Doch seit kurzem strahlt ein Licht aus ihm empor. Wir schwammen, um uns die Quelle des Lichts anzusehen. Und fanden eine große Stadt. Zu unserem Erstaunen sahen wir, dass die Häuser dort aussehen wie die unseren. Wir verstanden sofort. Die Alten waren erwacht. Es gibt keinen Zweifel. Voller Schrecken kehrten wir zu den Betten zurück. Und ich befahl, dass sich niemand dem Graben zu nähern habe, bis wir ein Zeichen bekämen. Können wir uns diesen Ort der Alten ansehen? Ja. Jetzt, da das Wasser verdrängt ist, braucht es weder Kieme noch Flosse, um dorthin zu gelangen. Ihr seid das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Wir werden euch den Weg weisen. Komm, das sehen wir uns an. Thank you.
ist die Stadt. Sie ist ja gewaltig. Dann seht ihr sie also auch? Die Gebäude im Dorf der Ondo sind echte Ruinen. Doch diese Stadt ist anders. Sie ist eine Illusion. Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
Thank you.
Ich dachte, die Besuchszeiten wären für heute vorüber. Emmet Selch! Hatte ich mich missverständlich ausgedrückt? Meine Einladung galt eigentlich nur einem Ungeheuer, prall gefüllt mit der Kraft, die diese Welt in den Untergang reißt. Nicht dieses halbfertige Etwas. Was soll ich bloß mit dir anfangen? Und warum hast du schon wieder diese Tölpel mitgebracht? Fühlst du dich einsam ohne sie? Bist du es nicht, der sich einsam fühlt? Die Stadt alleine reicht dir nicht. Du musst auch noch diejenigen zurückbringen, die Zodiac geopfert wurden.
Es stimmt, ich habe mich hier und da in gewissen Einzelheiten verloren. Verleitet von der Nostalgie, keine Frage. Aber die wirkliche Absicht hast du messerscharf auf den Punkt gebracht. Sobald alle Welten wieder miteinander vereint sind, wird Zodiac seine ursprüngliche Kraft zurückerhalten und seine Fesseln zerschmettern. Dann werden wir die gesamte Bevölkerung der Ursprungswelt als Opfer darbieten, um unsere Brüder zurückzubringen, die ihr Leben Zodiac schenkten. Und ihr? Warum seid ihr nochmal hier? Ach ja, ein letzter, vernunftgetriebener Versuch also, bevor du deinen Verstand verlierst. Wie überaus heldenhaft und so sinnlos. In jedem Zeitalter meint irgendjemand, die Pläne der bösen Ashians durchkreuzen zu müssen. Sie alle glauben, die Weisheit gepachtet zu haben. Sie kennen nichts als ihre eigene, selbstgefällige Gerechtigkeit. Diese Gesichter. Ihr versteht ja wirklich gar nichts. Ihr haltet euer Schicksal für ungerecht? Ihr findet es nicht richtig, dass ihr als Opfer herhalten sollt? Seht mich an. Ich habe Tausende und Abertausende eurer Leben gelebt. Ich habe das Brot mit euch geteilt, mit euch gekämpft, habe Krankheiten erlitten. Und das Alter erfahren. Ich habe Kinder gezeugt. Und selbst den Tod habe ich durchlebt. Wieder und wieder habe ich euch beobachtet, geprüft, bewertet. Aber es gab nur einen Schluss. Ihr seid zu einfältig und zu schwach, um den Planeten zu beschützen. Ihr müsst es doch selbst gemerkt haben, in eurem Kampf gegen Warthry und seine Sündenvertilger. Euer Unvermögen, euer Hochmut, sie führen zu nichts als Elend und noch mehr Elend. Wie lange muss ich das noch ertragen? Wie oft wollt ihr mich noch mit euren lächerlichen Auftritten belästigen? Angenommen, euren Völkern drohte eine echte Apokalypse. Würde sich jemals die eine Hälfte von euch für die andere opfern? Niemals würde sie das. Und hättet ihr gesehen, was ich sah, würdet ihr nicht das Gegenteil behaupten? Ihr könnt unmöglich unser Vermächtnis antreten. Ich werde unsere Brüder, unsere Freunde und unsere Geliebten wieder zurückbringen. Denn die Welt gehört uns und nur uns allein. Emmet Zesh! Wir sind nicht so verschieden, auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest. Du stellst dich hinter diejenigen, die dir lieb und teuer sind, genau wie wir. Nur, dass die unseren hier sind, in der Gegenwart. Eines Tages werden wir zu Staub zerfallen sein, aber der Tag ist noch nicht gekommen. Unsere Zeit ist noch nicht vorbei.
Deshalb verspreche ich dir, dass wir unseren Kampf nicht aufgeben werden. Du glaubst, dass wir uns ähnlich sind. Du stellst deinesgleichen neben meine vollkommenen Brüder. Dann beweis es mir doch. Beweist mir, dass ihr dieses Sterns würdig seid. Stellt euch der Apokalypse, die unsere Ära der Blüte in ein Dasein der Rachsucht stürzte. Sie wird ein treffliches Bühnenbild für eure allerletzte Bewährungsprobe sein. Ich warte auf euch, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Wer weiß, wie lange unser Ehrengast noch durchhält. Gemeinsam sind wir stark. Werdet nun Zeugen der letzten Tage von Amauroth. Als die Natur des Planeten aus dem Gleichgewicht geriet, gebaren die Kräfte der Schöpfung absurde Kreaturen. Achtung, das tut jetzt weh! Thank you.
sich die Primae aus Gebeten erheben, erhielt unsere Hoffnungslosigkeit Gestalt. Thank you.
die Kontinente zerbrachen, versanken unsere Errungenschaften mit ihnen. Ich schütze dich.
Das war nur der Anfang. Es gibt noch mehr zu sehen. Kommt ruhig etwas näher. Von hier oben hat man einen schönen Ausblick auf das Ende. Eine neue Ordnung musste her. Achtung, das tut jetzt weh! Ich halte nicht zurück!
zwischen uns und unserem Schicksal stand eine letzte Kreatur. Wirklich schön.
dir nichts zurück! Thank you.
Ihr habt ihn also tatsächlich bezwungen. Aber dennoch. Der Kampf hat mich nicht überzeugt. Ihr seid nicht würdig. Versteht mich nicht falsch. Ihr seid viel besser als jeder andere Unvollkommene. Aber sollte ich einmal meine gesamte Kraft entfesseln, wärt ihr nichts als Blätter im Wind. Er ist eben nicht zu übersehen, der Unterschied zwischen der Welt, wie sie einmal war, und was heute aus ihr geworden ist. Unsere Welten herabsehen. Aber es sind immer noch unsere Welten. Sie sind unsere Heimat, voller Leben, Liebe und Hoffnung. Und wir werden sie uns von niemandem nehmen lassen. Alizée! Es ist sinnlos mit euch. Wenn man einmal die Perfektion der alten Welt gesehen hat, sind der Ursprung und seine Splitter nichts als blasse Abbilder einer vergangenen Pracht. Eure Leben sind bedeutungslos, eure Träume nur fahrige Ideen, eure Schicksale führen ins Nichts. Du kannst über uns spotten, wie du willst. Aber wir werden wieder und wieder aufstehen und deine Beleidigungen mit Taten und Worten Lügen strafen. Gleich in welcher Gestalt wir geschaffen wurden. Wir bestimmen selbst, wer wir sind und wie wir leben. Bla bla bla. Vergiss es. Du bist ein Niemand. Du bist nichts. Sobald ich dem Planeten seine reine Form wiedergegeben habe, werde ich dafür sorgen, dass du, dieser Schandfleck seiner Geschichte, vollkommen ausgelöscht wirst. Es wird nie eine Heldin gegeben haben. Erbärmlich, wirklich erbärmlich. Es stimmt, dass wir irgendwann im Dunkel der Geschichte verschwinden, aber so weit sind wir noch nicht. Wir schreiten voran. Auf das andere in unsere Fußspuren treten. Auf das sie eine bessere Zukunft vorfinden, in der wir uns verwirklicht sehen. Ist das nicht auch deine Absicht? Unvollkommener, sprich nicht von meinen Absichten. Und du? Hast du immer noch nicht verstanden? Es ist aus. Es gibt nichts mehr, wofür du kämpfen kannst. Dein Abenteuer ist vorüber.
Sieh nur, das Licht bahnt sich seinen Weg. Wehre dich nicht. Lass geschehen, was geschehen muss. Erhebe dich. Werde zum Boten unserer Rache. Vertilge die Sünder, die uns unsere Welt geraubt haben. Rine, jetzt! Du darfst nicht aufgeben. Wenn du die Kraft für einen weiteren Schritt hättest, würdest du dann meine Welt, würdest du dann alle Welten retten? Was fern ist, ist nah. Lass mich die Grenzen von Zeit und Raum sprengen. Höret mich, tapfere Helden. Sendet uns eure Kraft. Verschwindet! Alle! Also gut. Ein letztes Urteil. Der Sieger schreibt die Geschichte des Planeten. Der Verlierer wird zu seinem verachteten Widersacher. Die Nachwelt
soll erfahren, wer hier stand. Streifen wir unsere Titel ab und lüften wir unsere Masken. Ich bin Hades, der die Welt für seine im Finsternis schlafenden Brüder zurückerobert.